Hallo und herzlich willkommen. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Klaus Ott. Ich bin Produktmanager bei der Firma Ling & Janke. Und ich habe heute ein interessantes Thema in der Nachfolge vom Dirk dabei. Ling & Janke beschäftigt sich mit Energiezählern. Ja, wir machen eigentlich hauptsächlich KNX. Ist für den einen oder anderen sicherlich ein interessantes Thema oder ein weniger interessantes Thema. Doch ich gestalte heute meinen Vortrag ein bisschen freier, denn ich möchte ein paar Informationen abgeben, warum wir dies tun und wo geht eigentlich der Markt hin. Dazu habe ich natürlich gleich noch jemanden mitgebracht, der mir dabei hilft, die Dinge umzusetzen. Das ist der Sepp, der kommt dann später dazu und zeigt die Dinge, die wir gemeinsam gemacht haben. An der Stelle schon, Sepp, recht herzliches Dankeschön. Denn eins ist klar, ich kümmere mich um den KNX-Markt. Für die, die mich vielleicht nicht kennen, ich gehöre zu den Urgesteinen. Ich gehe aber auch dann als Nächster. Ich bin EEB-Partner Nummer 3. EEB war die Technik vor KNX. Das heißt, ich trage auch alle Altlasten. Ja, mit meinen 57, ja, ich darf noch 10 Jahre. Und ich werde sicherlich auch noch länger mitmachen, weil das Thema, das ich bearbeiten darf, ich muss immer vorsichtig sein. Ja, es kommt so manchmal der Tenor raus. Ja, es ist mein Hobby. Es macht unheimlich viel Spaß, wenn man sich in einer Nische tummeln darf. Und wenn man 30 Jahre Erfahrung hat, dann ist es natürlich ein Brocken, der ganz schön lastet auf der Schulter. Ich gucke hier so in die Runde rein und sehe natürlich auch andere Menschen, die ähnliche, ja, oder Jahrgänge haben. Und deswegen freue ich mich, mal wieder hier zu sein. Denn eins ist klar, ich arbeite gern mit denen zusammen, die sich dem Markt stellen. Der Markt ist so groß für uns alle, da können viele mitmischen. Jeder. Und was ich Ihnen heute einfach zeigen und anbieten will, ist, wir als Ling & Janke, ich als Produktmanager, ich suche Leute, die mit in dem Themenkomplex mitarbeiten wollen. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute Mittag schon den Dirk nochmal, den Christoph kenne, so ein paar andere gesichtstechnisch kenne. Okay, ich bin schon älter, man vergisst ab und zu, aber es kommt wieder. Ja, deswegen, ich will mich relativ kurz halten und gebe viele Chancen, dass ich sage, ich wiederhole jetzt die Fragestellung, weil ich Ihnen die Chance geben will. Aber so ein paar Dinge muss ich ausführen und den zweiten Teil macht dann der Sepp. Der zeigt dann, wohin geht die Reise und warum mit einer Symbox. In KNX brauche ich niemand erklären, es gibt zig Hersteller. Jeder könnte, wenn er wollte, sich mit dem Thema so beschäftigen, dass man das erfüllen kann, was der Markt fragt. Und was fragt der Markt momentan? Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Keiner hat gedacht, dass es irgendwann mal Corona gibt. Keiner vor Corona. Keiner hat gedacht, dass wir in 2023 einen Krieg ziemlich nah erleben. Und ich glaube auch, dass keiner gesagt hätte, wo Energiekosten hingehen. Und das Thema Energiekosten, das trifft jeden, jeden. Sie persönlich, Sie in einer Firma, wo arbeiten, das betrifft die ganze Welt. Und jetzt haben wir eine politische Änderung, ja, wissen wir alle. Wir reklamieren alle, dass es nicht so läuft manchmal, wie man es sich vorstellt. Jeder sagt, es muss doch viel einfacher werden und das muss doch wuppen und da geht ja Digitalisierung. Und dann schauen wir uns mal an, wo wir in der Digitalisierung stecken. Und dann komme ich mit so ein paar Energiethemen und muss mich dann immer so ein bisschen auch zusammenreißen, weil wer so lange wie ich unterschiedliche Zielgruppen besucht, betreut, der entdeckt vielleicht auch bei mir, ja, Wissen. Andere Wettbewerber sagen, der Klaus ist aber ganz schön arrogant. Ja, wenn man 30 Jahre lang ein Thema macht, dann hat man einfach Ahnung. Und ich mache seit über 31 Jahren EEB, KNX, und ich mache seit 2006 Energiedaten. 2006. Ich war einer der Ersten, der einen 4-Quadranten-Zähler bestellt hat, wo jeder sagt, für was brauchst du den? Deswegen weiß ich aber, dass 2006 die Blindenergie 10% war. Und wer jetzt von Ihnen elektrotechnisch unterwegs ist, der fragt sich vielleicht, und wo stehen wir heute? Das können Sie sich selber beantworten. Ja.
Wir haben überall LEDs drin, wir haben überall Standby-Verordnung drin, wir haben überall elektronische Geräte, induktiv, kapazitiv. Ja, ich kann Ihnen sagen, wo wir energietechnisch Blindstrom, Cosinus Phi liegen. Und wer elektrotechnisch von Ihnen unterwegs ist, der weiß natürlich, die Sicherung, die fliegt raus nicht wegen Leistung, sondern die Sicherung fliegt raus wegen Strom. Ganz einfach. Und jetzt haben wir ja alle gesagt, wir wollen keinen Atomstrom. Will ich auch nicht. Aber ich hätte mir gewünscht, dass wir die Energiewende ein bisschen langsamer machen. Weil ich sage, wir sind nicht gerüstet. Wir brauchen die Dinge. Und da freue ich mich immer an den Produkten und an den Menschen, die gemeinsam mit mir vorne vorauslaufen. Wir brauchen uns nicht über die Jugend aufregen, dass die nichts machen, sondern wir müssen Unterstützung leisten und dafür sorgen, dass die das Wissen kriegen, wo wir heute haben, dass wir die Geschwindigkeit draufkriegen. Und ein Thema in der Zukunft ist, und da bin ich voll und ganz beim Dirk, die Frage ist, woher kriegen wir die vielen Menschen, um die Energiewende zu stemmen? Und wenn wir da nicht Vereinfachungen reinpacken und wenn wir nicht standardisieren und Kacheln bilden, wo ist der Nils? Nils? Kacheln? Ja? Ich werde einer der Ersten sein, der sagt, ich will Kacheln. Ich will Kacheln, ich will was Fertiges haben für Produkte, wo ich einfach nur noch sage, zack, fertig. Ganz einfach, weil nicht, dass ich das keinem gönne, sondern mein Thema von heute ist, wie kommen wir in dem Zeitfenster so schnell voran, dass wir das hinkriegen. Der Unterschied vom Dirk zu mir, wenn ich für einen Zähler Werbung mache in KNX, muss ich nicht schauen, dass ich jemand finde, der jetzt ein neues Projekt gestaltet, sondern ich habe KNX-technisch eine Vergangenheit. 30 Jahre wurden Produkte in der KNX-Welt eingebaut. Das heißt, da liegt eine grüne Leitung schon. Und jetzt gibt es ein Gebäude, jetzt gibt es eine Kommune, jetzt gibt es den Senat, jetzt gibt es die Politik und jeder sagt, Leute, ihr müsst sparen. Und wer vielleicht ein bisschen beobachtet hat, Baden-Württemberg war das erste Land, wo jetzt vor 14 Tagen Sonntag das Licht ausschalten sollte und den Fernseher ausschalten und einfach wegschalten, weil wir nicht, weil wir zu wenig Energie hatten, sondern um steuerungstechnisch das so hinzukriegen, dass vielleicht kein Chaos gibt. Und dann stelle ich mir vor, dass man will, in Zukunft, dass wir uns selber versorgen und dass wir selber steuern. Und wir haben jetzt den ganz großen Nachteil, dass es keine zentrale Steuerung mehr gibt, sondern dezentrale Steuerungen gibt. So, und da ich die Woche über meine Tage einrichte, indem ich die Zielgruppe 1 besuche, die Zielgruppe 2, die Zielgruppe 3, die Zielgruppe 4 und 5. Und samstags, wenn ich Lust habe, fahre ich nach Lübeck. Nein, ich fahre schon früher, um einfach auch mal hier nochmal was zu tun. Heißt es klipp und klar, wenn man mal sich ein Bild macht, wo wir stehen und was wir tun müssen, dann bleiben nicht viele Produkte übrig, mit denen man es tun kann. Soll heißen, ich bekenne ganz klar Flagge für Produkte, wo man mit Leuten reden kann und sagen kann, wo stehen wir heute. Und da gilt es natürlich hier nach Lübeck. Danke Michael Steiner, danke Michael Marosek und die gesamte Mannschaft, die dahinter steht. Ich bin ab und zu nervig. Ich will ab und zu Dinge, wo ich dann aber entdecke, wenn ich hier drin sitze, ups, ich hatte ja wohl doch recht. Weil man macht was, das uns allen weiterhilft. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich habe Zähler mitgebracht. Ich war schon öfters hier. Jeder fragt sich, vielleicht muss ich mir das anhören. Nein, müssen Sie nicht. Ich brauche niemand erklären, dass Ling und Janke KNX Zähler macht. Warum machen wir KNX? Das liegt an mir. Ich habe 2005 einen Kontakt gekriegt zum Zählerhersteller, sage, die haben Modulschacht. Ich baue einfach Zähler. Und in diesen Zähler bauen wir nichts anderes rein wie ein KNX-Modul. Ja, meine Damen, meine Herren, man kann auch andere Dinge reinbauen wie KNX. Das will ich auch mal ganz klar und deutlich sagen. Momentan verkaufen wir Zähler mit KNX oder einzelne KNX-Platinen. Was aber nicht heißt, dass, ich weiß nicht, wo wir in 5 Jahren sind, aber ich erzähle Ihnen nachher ein bisschen was und dann können Sie sich frei überlegen, ob ich multiprotokollfrei bin. Weil, wohin müssen wir? Wie sieht denn die Zukunft aus? Was ist denn heute Gesetzeslage? Was geht denn heute eigentlich? Und ich kann mich glücklich schätzen, dass ich
auch manchmal sagen kann, ich kümmere mich nur um die Projekte, wo gar nichts schon drin ist. Weil der Brocken ist schon so groß, weil damals hat man gesagt, bau gar nichts ein und dann kannst du in Zukunft. Und das ist auch so. Wir haben Kunden, die sagen, Herr Ott, ich habe vor 25 Jahren mich für gar nichts entschieden und jetzt habe ich einen Smart Meter bekommen und möchte gern meinen Verbrauch wissen, weil wäre ja schön. Und wenn ich über Produkte rede, dann rede ich darüber, dass ich die ja, geschäftsmäßig verkaufe und ich muss immer dafür sorgen, dass die, ja, ich sage jetzt mal, ich habe einen Schaltaktor von 1992, der geht immer noch. Der wird auch nicht ausgewechselt, weil warum? Der schaltet immer noch. Aber Leute erwarten von uns, dass die Produkte langlebig sind. Ich rede nicht über einen Konsumermarkt, 2 Jahre haben, 2 wegschmeißen, sondern die wollen was. Also muss ich Bestand können. Der Vorteil, rückwärtskompatibel, KNX heißt, wir haben hier mal die Stromzählerwelt. Mal geschwind ein Handzeichen. Wer hat schon einen digitalen Smart Meter bekommen? Okay, dann habe ich mir gemerkt, und wer fragt denn schon ab? Ich gehe davon aus, nein, ich frage nicht nach KNX, wir wollen ja nicht systemrelevant, sondern was ist denn eigentlich die Pflicht? Warum kriegen wir einen Smart Meter? Smart Meter bekommen wir, dass wir ein Display haben, um an dem Zähler hinzulaufen, zum Ablesen. Wir haben auch einen Zähler gekriegt, dass wir, wenn wir eine PIN bekommen mit einer Taschenlampe, und hat es schon mal einer gemacht? Total cool. Ja. Und dann kann man noch anschauen, Tag, Woche, Monat, Jahr. Und das kriegen wir sowieso nicht hin, weil wenn ich jetzt sage, ein Monat rückwärts, welches Datum war dann? Muss ich jetzt 31, 30 oder 28 abziehen? Ist heute Samstag und was war dann vor 7 Tagen? Also mache ich das anders. Jeder Zähler hat eine Kundenschnittstelle. Kundenschnittstelle. Die ist dazu da, dass man aus dieser Kundenschnittstelle was rauskriegt. Was kann man damit machen? Ich mache das ganz einfach. Wir haben ein Modul. Da gibt es einen Optokopf dazu. Hänge ich an den KNX. Nehme meine Taschenlampe, schalte den PIN frei. Schalt frei, dass die Werte kommen, setz den Kopf da oben drauf und dann bin ich fertig. Die kommen auf den KNX und jetzt kriege ich meine Werte. Und in was ich visualisiere, glaube ich, sind wir uns einig. Warum liebe ich manche Produkte? Weil sie dafür geschaffen sind, dass man Dinge tun kann, die cool sind. Aber da wird der Sepp nachher noch mehr dazu machen. Jetzt kann man sagen, kann ich mit dem Kopf, welche Zähler kann ich lesen? Theoretisch alle, praktisch nein. Weil die Zähler sind gefertigt in einem Eichjahr. Die Zähler haben eine Firmware. Die Zähler sind von unterschiedlichen Zählerherstellern. Und die Zähler haben manchmal auch Infrarotschnittstellen, die nicht so unbedingt so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Da gehört Know-how dazu. Ich sage zu jedem, wenn Sie wissen wollen, ob Ihr Zähler geht, machen Sie ein Bild, schicken Sie mir das zu und ich gebe Ihnen eine Antwort. Das gilt genauso für einen Wärmemengenzähler, für einen Wasserzähler oder auch für einen Gaszähler. Jetzt haben wir das. Und wie kommen wir jetzt weiter? Ja, wir kriegen Zählerstand Bezug, Zählerstand Lieferung, also 180, 280. Wir bekommen aber auch Leistung in die eine Richtung und in die andere Richtung. Kann ich damit steuern? Bedingt. Aber eins ist klar, es gab eine Gesetzesänderung. Ich weiß nicht, wer davon von Ihnen weiß. Also die Gesetzesänderung ist momentan durch das Kabinett durch. Habeck will mehr Dreif. Damit komme ich in Schwierigkeiten, weil mehr Dreif heißt, es soll mehr gehen. Mehr gehen heißt aber auch mehr Steuern. Jeder will steuern, jeder will sparen, jeder will weniger. Und was Habeck will? Herr Habeck will, dass wir schneller Zähler kriegen. Und dass wir schneller in die Steuerungstechnik kommen. Das ist nicht mein Bier, sondern Ihr Bier. Wir müssen Geschwindigkeit kriegen. Wenn ich wissen will, wie ich steuere, muss ich säen. Ich muss das aufnehmen. Da wir eine Vielzahl von Zählern haben, interessiert mich nicht, mache ich für jeden Zähler eine individuelle Anbindung an den Kopf. Egal wie es ist, interessiert mich nicht. Ob der einen hohen Absatz hat, einen niedrigen, einen flachen oder sonst was. Ich gehe eine Runde weiter.
Ich sage, es gibt eine Änderung, die besagt, dass man sich auch einen Messstellenbetreiber suchen kann. Wer von Ihnen hat einen freien Messstellenbetreiber? Okay, wir zwei sind alleine. Wieso haben Sie sich einen freien Messstellenbetreiber gesucht? Weil es funktioniert, hat er gesagt. Weil es funktioniert. Super. Ich habe mir einen Messstellenbetreiber gesucht. Nein, ich arbeite mit Zählerherstellern zusammen, habe ein NDA, damit ich Protokolle lesen darf. Und mit dem Zählerhersteller habe ich mir einen Messstellenbetreiber gesucht, der das macht, was ich will. Sorry, ich bin Schwabe. Wenn ich Geld ausgebe, dann möchte ich das, was ich bezahle. Also suche ich mir einen Messstellenbetreiber aus, der mir einen Zähler liefert. Ich nehme mir sogar ein Gateway und sage, du lieferst mir, du montierst mir eine Messstelle, du bringst ein Gateway mit und jetzt habe ich die Zweikanaltechnologie. Das heißt, ich messe etwas, ich liefere Werte an einer ganz bestimmten Stelle ab, um eichrelevant Werte abgerechnet zu bekommen. Und was mache ich noch? Ich nehme einen Optokopf und dieser Messstellenbetreiber liefert mir KNX-Werte auf der optischen Schnittstelle. Und zwar die ich brauche. Strom, einzelphasenbezogen. Leistung, einzelphasenbezogen. Ein Cosinus Phi. Und natürlich die klassischen Zählerstände, die dazugehören. In kleinen Einheiten wie Wattstunden, wie auch in großen Einheiten Kilowattstunden. Denn sorry, Standby entdecke ich nicht, wenn ich Kilowattstunden mache. Ja, dann muss ich nämlich einen halben Tag warten bei mir, bis dann mal ein Balken macht. Was habe ich jetzt davon? Ich bestimme, was ich will. Und die Projekte, die wir machen, müssen Sie nur mal links und rechts schauen, das ist, ich will mein Auto tanken, geschäftlich und privat. Ui. Ich will ein Mieterstromprojekt, weil ich habe ein Dach voll gepflastert mit PV, habe unten einen großen Speicher und ich will die Mietangelegenheiten jetzt total verbinden miteinander, dass jeder von dem günstigen Strom lebt. Wie mache ich das? Ich sage, ich trenne das Schwierige, was ich gar nicht will, mit meinem Messstellenbetreiber und damit kriege ich die Steuermöglichkeit da oben. Und damit kann ich steuern. Kommt natürlich jeder und sagt, sage ich klar, es gibt Batteriesysteme, die steuern im Millisekundenbereich. Also wenn ich im Millisekundenbereich steuern muss, dann liegt es daran, dass das Konzept ein anderes ist, damit man frequenztechnisch sein Geld damit verdient, dass Akkuanlagen was einspeisen, um dann Geld zu kassieren, weil die eine hohe Leistung dann ins Netz reinbringen. Für mich privat, da verdiene ich dann gar nichts dran, wenn ich irgendwelche Akkupacks zu Hause habe, die man dann be- und entladen kann im Millisekundenbereich, um Netzstabilisierung zu machen. Sondern mir dreht sich zuerst mal drum, was kann ich für zu Hause tun? So. Und wenn wir die Energiezähler jetzt nehmen, dann dreht es sich auf der einen Seite um Strom, dann dreht es sich auch auf der anderen Seite um Gas. Und vorher war die Frage, was hatte der Vortrag mit intelligente Heizung oder sonst irgendwas zu tun? Ja, wir sind in 2023 und wir haben noch nicht einmal ein Analysesystem im Markt. Meine Heizung habe ich bestellt mit Fremdsteuerung vor 25 Jahren. Ich steuere meine Heizung selber. Weil, wie Dirk schon sagt, die Sanitärheizungsbranche macht was? Es muss warm sein und keiner soll frieren. Es hat nichts mit Energieeffizienz zu tun. Und das, glaube ich, brauche ich niemand erklären, denn eigentlich müssten viele aufstehen und sagen, ja, da gibt es ja Gesetze. So, und ich möchte jetzt keine Gesetze vorbringen, sondern ich kann Ihnen nur sagen, wenn jemand wie ich sagt, ich brauche einen Messstellenbetreiber, damit ich alle Kunden, die es gibt, wenn das auch Messwandlerzähler sind, damit erfassen kann, dass ich auf unterer Ebene meine Informationen kriege zum Steuern. Abrechnung macht bei mir immer das Gateway. Wenn ich weiß, dass Förderprojekte, die es momentan gibt, eine Pflichterfüllung haben, dem Letztnutzer Werte zur Verfügung zu stellen. Transparent in die Wohnung. Dann schauen wir die momentanen Projekte an. Es ist Pflicht, einen fernauslesbaren Zähler einzubauen, damit der Letztnutzer der Wohnung seine Werte, seine Verbrauchswerte kriegt. Ist festgelegt.
Und wenn Sie dann links und rechts schauen, bei sich selber mal schauen, dann werden Sie sehen, dass das alles so nicht ist. Deswegen einfach, das, was wir momentan haben, ist noch nicht das Thema, sondern wir müssen zuerst mal die Transparenz reinkriegen, was wir tun müssen. Aber die Transparenz ist ganz klar, wer Fördergelder kriegt, kriegt eine Auflage. Und ob der Architekt, der Elektroplaner und der Energieberater das immer so rausbringen, ja, sie kriegen eine Mail, wo das drinsteht, Punkt. Und wer halt Fördergeld kriegt, muss das auch machen. Ich hätte da Episoden daraus, wo ich sage, das ist wirklich, ja, selbst der Apfelbauer muss das machen, wenn der neu baut. Und was heißt das? Also bei uns geht momentan die Post ab in Sachen Zähler. Vorteil für uns ist, wir haben schon eine grüne Busleitung draußen, bestehende Anlagen sind relativ einfach, du musst einfach nur bestellen, einbauen und dann visualisieren. Dann braucht man ein bisschen, wir bräuchten noch mehr von solchen Menschen wie den Dirk, wie den Sepp, wie den Christoph. Ich kenne nur die drei Namen, ja, mit denen mache ich heute Mittag noch eine Kleinigkeit, was Essen geschwind. Ich brauche nur mehr, die das können, weil die Projekte sind voll und ganz da. Da ist so viel da, da kann man einfach was machen. Man muss es zeigen können. Da sind wir wieder bei dem Thema, ich brauche irgendwas zum Zeigen. Wie die Zählertechnologie aufbaut ist, könnte ich 2 Stunden Vortrag machen. Über die Normen könnte ich 3 Stunden Vortrag machen. Dann wüssten Sie, warum ich hier stehe und warum ich drum werbe. Lassen Sie uns was tun. Dass es Zähler gibt, die 2 Einheiten haben, die man abfragen kann. Das sehen Sie schon an dem Konzept. Der kann nämlich das Gateway bedienen und hat eine Schnittstelle. Im Strom ist das vollkommen klar. Warum geht es im Strom? Ganz einfach, weil ich habe Energie. In allen anderen Medien geht es nicht so einfach, aber auch dort kann man es machen. Es gibt schon Gaszähler, die können 2 Schnittstellen bedienen. Und für was brauche ich 2? Die eine wird abgerechnet und die nächste wird gesteuert. Und bitte nicht meinen, man kann jetzt eine nehmen, etwas ausrechnen und dann sagen, ich rechne das ab. Ich warne davor. Weil Eichrelevanz sagt, ich muss es auch dürfen und der Wert muss stimmen. Deswegen hier kurz, Ling und Yanke hat nur KNX-Secure-Produkte. Es liegt einfach daran, wir brauchen das. Weil sonst können wir nicht mitmischen im Markt. Alle, die jetzt momentan irgendwas machen, was sicherlich rechtlich richtig ist, aber wenn einer kommt und nachher vielleicht sagt, das ist aber nicht richtig, dann gibt es eine Strafe. Und das sind solche Leute, die dann einen Campingplatz machen mit irgendwelchen Zählern, mit irgendwelchen Visualisieren, irgendwas zusammenzählen und abziehen und dann sagen, an dem Stellplatz wurde. Sorry, jede Waage ist eichrelevant gemeldet, wenn ich sie abrechne. Wenn ich etwas abrechne direkt auf Zählerstand, muss das System passen. Deswegen bitte nichts errechnen und weitergeben, sondern wenn, dann brauche ich einen Zählerwert, der auch dazu passt. Und da wir momentan das Thema haben, Digitalisierung, brauche ich Ihnen nicht erklären, wie viele Systeme immer gehackt werden und was alles getan wird, dann brauchen wir eine Lösung dafür. Deswegen gibt es KNX Secure und deswegen freue ich mich natürlich nochmal, dass es inzwischen Visualisierungshersteller gibt, die nicht nur IP Secure machen, weil toll, super oben. Und was machen wir innerhalb des Gebäudes? Wir machen Data Secure, unterste Ebene, Busleitung. Das heißt, die klassische Busleitung ist einfach geschützt mit einem Protokoll, damit niemand es lesen kann, außer der, der es beschrieben hat oder der den Schlüssel, wie der Michael, genommen hat und in der Visualisierung umsetzt. An der Stelle, für alle, die sich ein bisschen in KNX auskennen, was mache ich jetzt bei allen Anlagen, die nicht KNX Secure können? Es gibt einen Teilschutz. Also was wird bei gehackten Anlagen gemacht? Man geht mit einem Stück Software, mit der ETS rein, liest Teilnehmer aus und schreibt die um und beschreibt die vielleicht noch mit einem Kennwort. Das heißt, das sind Systembefehle der ETS. Und da alle meine Kunden, mit denen ich schon lange Geschäft mache, sagen, was machen wir mit allen Altanlagen, musste ich mir was einfallen lassen, wie kann ich Altanlagen schützen. Und das Produkt ist eine klassische Taster-Schnittstelle, also es ist nur das, nur das. Das baut man ein in seine Anlage und dann kann man mit KNX Data Secure Protokoll einschalten. Und wenn das Produkt eingeschaltet wird, dann macht das Produkt Folgendes. Alle Anfragen, die kommen von dem Stück Software, aufgrund der physikalischen Adresse, aufgrund Linien scannen, Geräteinfo lesen,
alle die Punkt-zu-Punkt-Verbindungen werden T-Disconnect. So, dass Sie sich merken können, weil es gibt ja mehrere Menschen, die sowas schon einsetzen und sich selber austricksen und selber aussperren. Mein Name ist Klaus Ott, sind zwei Ts, T-Disconnect. Was wir mit dem Produkt machen, sind Linien schützen in der KNX-Welt, damit Fremde nicht einfach drangehen können und die Anlage scannen, auslesen, umbeschreiben und ein Kennwort da reinschreiben. Weil wir auch solche Anlagen 30 Jahre Vergangenheit haben. Ich kann nur empfehlen, das in KNX Secure zu machen. Also Stand heute, Stand Technik, heißt ja immer so schön, in den Unterlagen. Sie müssen installieren nach Stand der Technik. Was ist Stand der Technik, wenn es zum Streitfall kommt? Wenn es irgendwas gibt, was Sie hätten nehmen können und den Kunden nicht darauf hingewiesen und er Ihnen nicht, wie im Krankenhaus, Herr Patient, Sie wollen freiwillig gehen, dann unterschreiben Sie mir. Und ich sage immer, lieber Kunde, wenn du sagst, du willst das nicht, dann unterschreibst du mir das, dass ich dich darauf hingewiesen habe. Und dann ist das Thema durch. Weil wenn Sie einmal so eine Anlage erleben, wenn sich da einer zu schaffen macht, aus Jux und Dollerei und Spaß, dann wissen Sie, was das heißt. Und wenn ich wieder zurückkomme zu Zählern, dann ist es natürlich unlustig, was man da tun kann. Denn alle haben vor dem Blackout Angst, dass wenn wir jetzt alle dezentrale Energie steuern, dass wenn einer auf die Idee kommt und findet ein Loch, etwas zu schalten, dann könnte auch ein Blackout herbeiführen. So, und das sind so Themen, wo ich immer wieder sage, aber lassen Sie uns mal noch mal vorne anfangen. Also, wir sollen sparen und wissen gar nicht, was es kostet. Wir wissen auch nicht, was wir verbraucht haben. Wir sehen auch nicht unseren Standby-Verbrauch. Und deswegen freue ich mich immer wieder, aus jedem Jahr, wo ich hier bin, wieder neue Leute kennenzulernen, die dann sagen, so, was können wir jetzt miteinander machen? Deswegen kann ich nur dazu aufrufen, ich werde weitermachen in Kacheln, ich werde weitermachen in Logiken, ich werde weitermachen, mich mit dem Dirk öfters zu treffen, mit allen anderen, die sagen, ey, da habe ich auch Kundschaft, lass uns da mal was machen. Nein, ich bin nicht verbohrt in meiner Technik, sondern ich schaue heute schon links und rechts, was es gibt. Deswegen setze ich gern auf Zähler, wo Modulschacht haben. Oder wie mir Schwabe sagt, die haben zwei Schacht. Da kann man natürlich auch ja, zwei KNX-Schnittstellen einsetzen, wenn man es haben will. Ist kein Problem. Man kann es aber auch anders machen. Und an der Stelle würde ich gern unterbreche, weil sonst läuft ein Sepp die Zeit davon, wird Ihnen aber noch geschwind geben, dass ich mein Gehirn in den Griff kriege. Sie dürfen jetzt Fragen stellen, ich würde sie wiederholen, dass die alle mitkriegen. Wer hat eine Frage? Na super, optimal. Lieber Sepp, das freut mich brutal gut. Ja, halt, da kommt eine Frage. Also die Frage, die gekommen ist, ist, wie kann man gerätespezifisch Energie erfassen? Habe ich das so richtig wiedergegeben, um kurz? Genau. Also anhand von Profilen werden wir nachher sehen, wie schön man manche Dinge machen kann. Und ich möchte Ihnen nicht widersprechen, aber es ist einfach so, man müsste Einzelenergieerfassung machen. Wir haben schon Produkte, die das können. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Dimmer, der gibt Ihnen auch Einzelkanalenergie aus. Aber bitte schön, die Messtechnik, die einzelbezogen ist, was darf die kosten, um das zu machen? Und genau, je weniger, desto besser. Und ich sage, das Wichtige ist eigentlich, dass ich sehe, wie viel Standby-Energie läuft denn momentan über meinen Zähler. Das muss ich zuerst mal runterbringen. Und wenn wir alle mal hinbekommen, dass alle zumindest mal wissen, was sie eigentlich zahlen und warum müssen sie so viel zahlen, dann hätten wir den Schritt 1 erreicht. Ja, ich bin bei Ihnen. Ja, man muss die Messtechnik billiger machen. Ja, ja, voll und ganz richtig, keine Frage. Ja, es ist nur eine Frage des Geldes. Was mache ich? Aber bitte dran denken, ich bin vielleicht verrückt. Ich erfasse mit einem 3-Phasen-Zähler jetzt schon 3 Phasen. Truhe 1, Truhe 2 oder Schrank und mein Kühlschrank, weil das sind die
die am schnellsten etwas verursachen können. Alles andere habe ich über meinen Gesamtzähler, weil ich weiß ganz genau, was mein Standby-Verbrauch ist, wenn alles in Ordnung ist. Und alles, was drüber liegt, habe ich eine Ampel, eine Benachrichtigung und Gutes. Also ich analysiere schon zu lange und ich kenne mein Haus. Und die Logik wird irgendwann in der Lage sein, das zu erkennen, was sind Ihre eigenen Verbraucher. Ich rede nicht von Google und ich rede nicht von den Großen, sondern auch ich kann lesen. Ja, aber wenn Sie alles messtechnischer erfassen wollen, ist es einfach schwierig. Aber wir können uns gern noch mal unterhalten. So, weitere Fragen? Keine? Dann darf ich mich recht herzlich bedanken bei Ihnen. Ich würde das Wort jetzt übergeben an den Sepp, denn der Sepp zeigt uns, was wir im projektbezogenen Bereich gemacht haben, was braucht man? Sepp, vielen Dank. Ja, danke, Klaus. Hört man mich? Passt so? Gut, wunderbar. Ja, guten Abend, liebe Gäste hier und die Zuschauer zu Hause an den Fernsehern, wie wir das immer gehört haben. And I'm happy that there is even interest from Kenya in this event. Yeah? So, hi Susan. Ich bin der Sepp Lausch. Ich nutze SIMCON seit ungefähr 10 Jahren im eigenen Haus und seit ungefähr 5 Jahren als Systemintegrator bei den KNX-Projekten, die ich plane und parametriere. Und da ist jetzt in der letzten Zeit, also seit das Thema Energie nach oben ging, tatsächlich der Bedarf deutlich angestiegen. Und ja, um die Frage jetzt von meiner Seite nochmal kurz zu adressieren, die Einzelgeräte zu überwachen und zu schauen, ist definitiv ein Thema. Wir machen das im KNX-Bereich dort, wo der Kunde da auch sensitiv dafür ist. Aber wir haben angefangen beim Hauszähler tatsächlich, also wie es der Klaus dargestellt hat. Zum einen ist der schon da, ja, der kostet den Kunden an der Stelle jetzt erstmal nichts. Und wenn er schon ein KNX-Haus hat oder geplant ist, dann ist das eine sehr einfache und kostengünstige Methode, um überhaupt mal zu wissen, was passiert denn am Tag, in der Woche, im Monat, was war denn letztes Jahr. Hilft schon mal sehr viel, um das Bewusstsein zu schärfen. Und der ist dann eher bereit, auf Geräteebene das auch einzubauen. Was jetzt bei KNX kein Problem ist, weil da ist in der Regel der Herd und verschiedene Geräte sowieso an einem KNX-Schaltaktor. Und wenn das Pulver wieder da ist, dann kann er natürlich auch Messzähler nachrüsten. Gibt es im KNX-Bereich, ja, gibt es von Lingyanke, gibt es von anderen Herstellern, dass ich wirklich das runtergebrochen habe. Ich habe einen Kunden, der übertreibt es deutlich möglicherweise, der hat 36 Geräte in seinem Haus, überwacht der. Da spielt aber das Geld keine Rolle, weil allein die Geräte im KNX-Bereich, die mag hier keiner ausgeben. Das habt ihr wahrscheinlich in eurer ganzen KNX-Installation, wenn ihr eine habt, gegebenenfalls nicht verbaut. Ich saß mit dem Klaus, also deshalb, warum stehe ich überhaupt hier? Ich saß mit dem Klaus am 22. Dezember bei meinem Lieblingsitaliener in Aschheim. Und beim Tafeln erzählt mir der Klaus, was ihn so drückt. Er ist oft unterwegs mit einer Präsentation auf Messen und bei Elektrozentralfachverbänden. Die wissen wollen, was gibt es so Neues von Ling und Janke. Und der Klaus hat ein großes Geschick, sich in diesen Themen zu positionieren. Und der Klaus sagt zu mir, du, es ist für mich echt schwierig. Ich habe bis jetzt mit SIMCON gestartet, was ich zu dem Zeitpunkt gar nicht wirklich so wusste, und habe den Kunden einfach ein bisschen gezeigt, was in meinem eigenen Haus los ist. Ja, das ist das Webfront, das sie hier gerade aufbaut. Das kennt jeder von euch im Prinzip. Ja? Verschiedene Werte dargestellt, dann kriegt der Kunde mal ein bisschen eine Idee. Da sind natürlich auch noch Themen dabei, die der Klaus adressiert hat. Zählerwerte beispielsweise. Ja? Das ist jetzt allerdings nicht so wahnsinnig griffig, weil der Kunde, der jetzt bei Klaus an den Messestand kommt oder der Elektriker, der vorbeikommt, weil seine Kunden ihn dauernd fragen, wie kriege ich den jetzt mit? Ich möchte nicht am Ende des Jahres wissen, was ich jetzt zahle. Ich mag auch nicht jede Woche dreimal runterlaufen, um meinen Zähler abzulesen und mir das aufzuschreiben. Ja, das muss doch besser gehen. Ja, geht es auch tatsächlich. Und deshalb habe ich für den Klaus in den letzten paar Wochen dann ein paar Übersichten gebaut. Und an der Stelle möchte ich mich herzlich bedanken an die Modulentwickler unter euch. Ich nutze sehr viele Module vom Sven hier, ACE90. Und diese Möglichkeiten hätten wir gar nicht ohne weiteres, um überhaupt mal zu sehen. Es ist tatsächlich hier ein bisschen verschoben, warum auch immer. Das ist jetzt spannend, aber scheinbar liegt das in der Auflösung. Das ist so ein erster Blick, wo der Klaus einfach mal zeigt, was braucht denn das Haus. Das ist der linke Tacho
nenne ich es gerne, und den rechten, das ist die PV. Jetzt haben wir einen ganz ungünstigen Zeitpunkt der Präsentation, weil die PV noch nichts macht. Ja? Also ich weiß nicht, was du für PV benannt hast, Klaus, aber so in der Nacht taugt die wirklich nichts. Also Windenergie wäre da vielleicht ein Thema, das würde uns vielleicht weiterbringen. Dann war die Frage, okay, wie kann ich denen jetzt der Kundschaft zeigen, was passiert im Haus? Ich rede jetzt nicht von euch. Ja? Ihr habt Ahnung von dem Thema, ihr befasst euch, ihr wollt da wissen, was los ist. Aber die Leute, die zum Klaus an den Stand kommen, und selbst die Elektrobetriebe, die haben sowas zum Großteil noch nie gesehen oder in eine App losgelöst für sein Sonnen, für sein EQ3 und was auch immer. Da gibt es natürlich solche Art Lösungen. Nur, wir reden ja von Gebäudeautomation, wir reden von Smart Home. Da will ich aber nicht 25 Apps jonglieren, ja, um rauszufinden, wo liege ich denn gerade. Und steuern kann über den Weg schon gar nichts. Ja. Also ich rede immer nur vom unbedarften Kunden, nicht von euch und nicht von den Zuschauern an der Stelle. Und um jetzt diesen ein Stück weiter zu treiben, jetzt habe ich natürlich vielleicht noch einen Speicher dabei und dann habe ich die Möglichkeit, jetzt, ich schalte das hier natürlich nur händisch ein, ach, das ist sogar ein Touchscreen, das ist ja wunderbar, das ist ja wie daheim. Daheim am iPad muss ich dazu sagen, ja, da kann es ja jeder, aber mein Monitor kann das jetzt nicht, muss ich zugeben. Mir ging es darum, ein Visualisierungssystem aufbauen, das ist jetzt Basis IPS View. Ja? Den Mittelteil, wo ja also hier bewegliche GIFs sind, das am Ende des Tages, ja, für die Jungs, die das schon mal gemacht haben, man kann bewegliche GIFs einbinden, ich weiß es noch gar nicht so lange, ja. Also irgendwann vor einem halben Jahr mal zufällig rausgefunden, einfach mal so ein GIF reingeworfen, verdammt, das spielt, und dann mal gedacht, Mensch, da muss eigentlich mehr gehen. Und den Auslöser, das dann zu bauen, war der Klaus, weil er gesagt hat, ich weiß gar nicht, wie das dem Elektromensch, dem unbedarften Kunden auf der Messe erklären soll. Da tue ich mich wahnsinnig schwer, wenn ich da von Energieflüssen red. Hier muss keiner wissen, was da für eine Watt dahinter ist und was da passiert. Da muss ich keinen Text dazu schreiben. Da schaut die Tante Erna drauf und weiß, aha, jetzt PV speist mir ein in die Batterie. Die Batterie schiebt was ins Haus, ist kein realistisches Bild. Ich habe das ja nur gefaked momentan. Ja? Die Demo ist ja noch nicht ganz fertig. Aber die Idee, glaube ich, wird dahinter klar. Und das ist das, was ich dem Klaus gebaut habe, um ihn zu unterstützen, damit das bekannt wird, dass man das mit KNX auch machen kann. Weil viele laufen dann rum, haben verschiedene Systeme, haben das schon mal irgendwann gesehen, aber wir wollen das ja auf Basis SymCon generieren. Und ob jetzt da kein X dahinter ist oder die Werte aus irgendeinem anderen System kommen, es soll alles zusammenlaufen bei SymCon. Und da glaube ich, ist das einfach ein schönes Beispiel. Das ist ja nur ein Teaser. Ja? Also das ist nicht das fertige Haus und die Lösung, die jetzt der Kunde kriegt. Das ist der Teaser, um das Thema bekannt zu machen, der breiten Masse an Kundschaft, die keine Ahnung hat, von was wir hier reden. Die das dann zum ersten Mal sehen und sagen, verdammt, sowas könnte ich eigentlich brauchen. Und das ist der erste Ansatz, wo der Klaus dann draußen steht, ja, kein Problem, dann baust du hier eine Symbox ein und fragst den einen oder anderen, der sich mit SymCon auskennt. Es gibt die Integratorenliste auf der SymCon-Seite, da sind von euch auch Leute dabei. Ja, dann landen die Anfragen heute da, wenn die Leute ein Systemintegrator suchen für IP-SymCon und dann alles Mögliche integrieren kann. Aber dann bin ich im Gespräch. Ja, und das ist eigentlich der interessante Ansatz. Und ich finde es einen wunderbaren Multiplikator, weil der Klaus ist wie ein Wilder in ganz Deutschland unterwegs, auf Messen, wo ich und auch die SymCon alleine so nie hingehen würden. Und jeder von uns hat ein Interesse, dass SymCon sich verbreitet, dass die Leute das wissen. SymCon ist heute eine Plattform, ein bisschen auf die Zeit schauen. SymCon ist heute eine Plattform, die hat die beste KNX-Integration. Also wer das Thema KNX kennt, wer das mal am Homeserver gemacht hat, da die Statusadressen eingetragen hat, das ist ja graus. Die Software schaut aus wie von 1985. Ja? Und das ist schon geschmeichelt. Und der X1 hat eine grafische Oberfläche, die aber sehr Kastel-basiert ist. Jetzt kommen wir ja genau in diese Kastel-basierte Version, wer das mag. Nur wenn man sich das anschaut, was ein X1 zum Beispiel macht von der Gira, und man schaut sich das an, was jetzt bei SymCon in der Pipe ist, das sind Welten, die da dazwischen sind. Ja, das sind Welten dazwischen. In der KNX-Welt, und das ist ja nun mal meine Welt, hat keiner eine Ahnung von SymCon. Und der Klaus trifft alle die Leute, die sich für KNX interessieren, und die schubsen mir jetzt alle auf SymCon. Warum? Weil alle von uns ein fundamentales Interesse haben, dass SymCon weiter bekannt wird. Egal in welcher Community. Ja, ob das Homematik ist, ob das KNX weiter bekannt wird. Und das Potenzial bei KNX ist riesig. Weil seit 30 Jahren werden diese Dinge verbaut. Ich schnappe mir eine Symbox, KNX-Schnittstelle ran und backel das an eine 30 Jahre alte KNX-Anlage. Und dann habe ich die Werte, dann kann ich schalten. Dann mache ich noch die Zählerschnittstelle mit dazu und dann bin ich am Start. Dann habe ich meinen Anfang.
Ich habe nicht die fertige Lösung ausgefeilt bis runter zum letzten Standby-Verbraucher. Das brauche ich an der Stelle aber nicht. Die Leute sind heute noch am Jahr überrascht, sagen, oh, gestern ist die Rechnung von der E.ON gekommen, hast du das schon gesehen? Ja, dann beginnt das Energiesparen. Bisschen spät. Dankeschön. Fragen? Traut sich wer? Ich kann auch in Englisch antworten. Nein, kann ich nicht. Ja, by the way, ja, wir haben ja gerade nachgeschaut. Ich habe ja behauptet, ich bin der am weitesten Angereiste hier, ja, aus München. Wir haben nachgeschaut, der Klaus ist um 130 Kilometer weiter angereist. Aber ich habe trotzdem den ersten Preis für den, der heute am weitesten angereist ist.